von den Dinos befreien werden kann, ohne dass sich Leute verletzen von der Polizei, weil alle Schiss haben. Dazu haben wir jetzt gesagt, in dem Kreis Johnny Evil mit seiner Gang seine Knarren zurückbekommt und sie die Dinos fertig machen. Und dabei natürlich das Kind retten. Und wenn sie es schaffen, bekommen sie natürlich ihre Freiheit wieder. Wir müssen Johnny Evil fragen, ob er sich darauf einlässt, auf den Deal. Warte, ich geh schnell hoch. Hey, hast du Lust auf den Deal? Wenn du das Kind vor den Dinos rettest, dann deine Freiheit wiederbekommst? Wenn ich meine Knarren wiederbekomme. Mit deiner Gang, frag sie mal. Gang. Gang. Habt ihr Lust, wenn wir die Dinos hinlegen und das Kind ohne Verletzung retten, dass wir dann unsere Freiheit wiederbekommen? Ja. Ja. Hey, wir lassen euch raus. Nach diesem Typen haben wir aber immer noch das Gesicht. Rauszulassen. Warte, meine Pistole kurz mal hinlegen. Danke, danke, danke. Unten könnt ihr euch eure Waffen abholen. Ich frag meinen Kumpel vom Team Blue, ob er euch fährt. Hier, kannst du mal Johnny Evil zu den Dinos fahren, hinten an dem Kontrollschuppen? Warum? Weil die müssen da ein bisschen die Dinos hinlegen und das Kind retten. Klar, mach ich. Schnappt euch die Waffen und es geht los. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das Kind retten. Viel Erfolg, Jungs. Festhalten ihren Ofen. Jetzt wird's rock'n'rollig. Konzentriertes Feuer auf den grünen Allosaurus und nicht das Kind treffen. Die müssen sie jetzt in Deckung gehen. Geht hinter dem Reifen in Deckung. Alles muss schnell gehen. Ich habe keine Munition mehr.
Johnny Evil hat den T-Rex im Bazooka-Visier, aber dummerweise guckt Dr. Everson genau durch das Strahlrohr von der Bazooka. Der Raketenabgasstrahl erwischt ihn leider voll. Den habe ich gezeigt. Scheint, wir haben sie besiegt. Fertig damit. Was liegst denn du da so rum? Geht mir nicht gut. Warum? Du hast alles an. Alles. Ich frag mal Johnny, was mit dir los ist. Ist immer ein bisschen wäh. Ich hab bestimmt fertig. Schauen wir uns mal an. Geh, ich tu's mal schnell los. Jungs, Knarren abgeben. Knarren abgeben, sofort jetzt. Okay, ich rufe einen Krankenwagen, da scheint's Verletzte gegeben zu haben. Los, Knarren da hinten rein, du auch Tastenräuber. Ihr seid auf freiem Fuß. Aber stellt euch noch mehr Unsinn an. Das war mir alles viel zu laut. Das ist ja lauter als beim Rennen. Nichts weg hier. Ups, was war das? Fahrt ein Stück zurück, ihr steht auf dem Verletzten. Hier habe ich das Kind. Es ist verletzt und jetzt ist es noch mehr verletzt, aber scheint ihm gut zu gehen. Alle werden medizinisch versorgt und das Kind hat es geschafft. Johnny Evil und seine Komplizen sind wieder auf freiem Fuß. Der Kanotaurus ist geflohen mit dem Außerirdischen und frisst ihn auf. Die anderen Saurier, alle drei, sind tot. Hauptsache, das Kind ist gerettet und Johnny Evil ist frei. Ihr Drink. Ey, ich hab was eingekauft. Ich hatte nicht die Gänse. Wir sind wieder frei. Schnell mal ins Handy und anrufen. Es ist ein Anruf reingekommen. Ich gehe mal dran. Hier, die Gangster sind wieder auf freiem Fuß. Ach, die sind freigesprochen. Hier unten kommt wieder ein Anruf an. Die Gangster sind auf freiem Fuß. Ach, die sind doch frei. Okay, die Gangster sind wie. Hey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Gangster sind auf freiem Fuß. Die müssen jetzt eingefangen sein. Ach, die sind doch frei. Hey. Oh, ich will nicht, dass den ganzen Tag jetzt noch Anrufer reinkommen. Wir geben eine Pressemitteilung raus. Hey, schnell. Ans Telefon. Hallo, Police. Die Gangster sind wieder auf freiem Fuß. Oh nein, die Gangster, die sind freigesprochen. Gebt eine Mitteilung raus, Herr Saba.